Geralt, can we go? Ja, ich denke, das war's. Wir haben mit allen genug geredet. Gehen wir zur Beerdigung. We shouldn't keep Vesemir waiting. Come on then. We don't know where the bandits came from or who's behind them. We'll draw attention if we venture out as a group. By splitting up, we can also cover more territory. I'll go west. I know a few people there, and I prefer the coastal then climate. Then I'll head east, to Kedwin, unless someone objects. That's fine. Which way should I go? South, to Temeria. King Foltest owes you a debt of gratitude. Some time ago, he removed a curse from his daughter. You might happen on the bandits' trail there. And you, Triss? I'll try to use my influence to find the bandits. If I learn anything, I'll contact Geralt. I'll gather what information I can and find you in Vizima. Triss. Don't, Geralt. I detest goodbyes. I'm liable to cry, and there's nothing more pathetic than a sorceress in tears. Don't get killed, Geralt. I don't think I could deal with that again. I'll see you soon. See you, Triss. Es gelang den Räubern, Geheimnisse zu stehlen, welche die Hexer jahrhundertelang behütet hatten. Ihr Anführer, ein serikanischer Magier, erwies sich selbst für Triss Merigold als zu mächtig. Die Hexer begaben sich auf die Suche nach den gestohlenen Geheimnissen und brachen in alle Himmelsrichtungen auf. Geralt von Rivia ging südwärts, nach Vizima. Caroline, I'm tired. It's not far now. We'll be there soon. I'm cold. We'll fetch you warm milk and honey. You'd like that. Very much. Thank you, Caroline. What are those dogs doing? Dogs? Alvin, do exactly as I say. This is important. Run to the inn as fast as you can, and don't look back. Understand? They're evil dogs. Run! Shut the gate, quickly! The beast is attacking! Sound the alarm! Geralt! Melitelli must have sent you. There's a woman outside. The dogs will tear her apart. Help her! Help! No! Don't open the gate! The beasts will enter! These dogs are deadly. You people are monsters! Stand aside! I'll save her myself! Stop. Don't go out there alone. Damn you! We're all going to die! Ja, willkommen zurück. Willkommen im ersten Kapitel. Und ich musste ein bisschen aufpassen.
Weil die Viecher ganz schön übel sind, wie ich festgestellt habe. Auf schwer. What was that? Magic, surely. The beast! Geralt, look! The time of the sword and axe approaches. The time of the white frost and white light. The time of madness and disdain. To Daedric, the final age. The world will perish amidst ice and be reborn with the new sun. Reborn of elder blood, of hen Icare, of a planted seed. A seed that will not sprout but burst into flames. Ich liebe Psychokinder. The old elven prophecy of Itlina. I hope he's all right. It seems he saved us from the beast. Yes, seems so. Oh, I do hope he's not hurt. I'll need to find someone to take care of him. He shouldn't be alone. We'll stay at the inn in the meantime. Wait a minute. I ran into wild dogs on my way here, but they were nothing like these, and I don't mean just the green fur. Know anything about them? They've been terrorizing the village for some time. Every few days, a villager is killed. The pack is led by a large hound, perhaps a wolf. People call it the Beast. Someone might pay to have the Beast slain. That's what witchers do, isn't it? But enough about monsters. What brings you here? I'm seeking men who wear the sign of the Salamander. Seen anyone like that in the area? Shh, not so loud. There was someone, but the peasants grow silent at the mere mention of him. The Reverend might know more. You may also want to ask him about the Beast. I'll do that. Did you want to ask me something? Wir befinden uns gerade außerhalb der Hauptstadt des Landes, wie sie mal in einer Nähe im Umland, in einer Art Gasthaus, das von einer Palisade umzogen ist. Damit ihr erstmal einen Einblick habt, wo zur Hölle wir gerade stecken und was hier gerade abgeht. Und dann kam gerade die ganze Show mit dem kleinen Jungen und seiner, ich schätze mal, Erzieherin, die da gerade von den Hunden zerfleischt wurde. Und jetzt haben wir die gute Shani hier getroffen. It's been a long time since I've heard mention of Salamandra. Do you know anything about them? I think they're a group of bandits who terrify the locals. Yesterday, they returned a boy they'd whipped with a lamia. A lamia? A mayhem crop with small barbs and hooks. It rips away skin and flesh with each strike. Most civilized countries have banned them. The boy was delirious, muttered something about a ransom and the Reverend. Sadly, he grew feverish, and he died that night. Thanks. I may stay longer than I planned. Why the interest in Salamandra? Ich weiß nicht, wo ich das erste Mal gespielt habe und ich keine Ahnung von Shani hatte oder dachte oder wusste, wer sie ist. Da war ich sehr, sehr vorsichtig und habe erstmal das zweite gewählt. Da kann ich nichts sagen, weil ich dachte, sie könnte ja ein Feind sein oder jemand, der für die Feinde arbeitet. Aber das kann ich euch verraten. Shani ist ein absolut freundlicher Charakter, der nur das Beste für uns will im Grunde. Ihr könnt mir absolut vertrauen. They killed someone I was fond of and stole something of mine. I wouldn't want to be them. Woher kennen wir uns eigentlich? Do we know each other? It's me, Shani. Don't you recognize me? Whatever happened to you? I heard you died during a massacre in Rivia. Unfortunately, I lost my memory. I recall the last few weeks, nothing more. I'm afraid I can't help. Medicine's a fledgling science here in the north. I can say that your memory might come back on its own. It's not that bad. I'm actually getting used to it. I hate to admit it, but sorcerers are somewhat more effective at this than we are. Maybe one of them could help. Ja, Shani ist eine Heilerin, so eine Art Ärztin hier in dieser mittelalterlichen Welt. Entsprechend gerade der Verweis auf die Magier, die sich auch mit Heilung beschäftigen, da sie uns bei unserer Amnesie nicht wirklich helfen können. What brings you to this village? I'm traveling to St. Libiota's hospital in Vizima to help fight the Catriona plague. When are you leaving? Once I've helped the victims of the dog attacks, I guess. I can't abandon them. It'll delay me, but some are certain to die without my aid. Und die Heilung unserer Amnesie, unseres Gedächtnisverlusts, ist auch eines der Hauptthemen des Spiels, kann man sagen. So what'll become of Alvin? I don't know. I'll look after him for now. Maybe a villager will take him in. He seems clever enough. Surely someone will want him. Did you want to ask me something? Und dieser kleine Psycho-Junge, der wird auch noch wichtig. Ich finde sowas ja immer lustig, so eine Psycho-Kinder oder die so gar nicht gruselig daherkommen in Horrorfilmen.
Da hat er mich gleich total dran erinnert. Deswegen vorhin auch meine Bemerkung. We'll speak later. Und wir sind so gut wie gestorben gerade. Ah, dafür werde ich mir jetzt erstmal die Überreste der Viecher holen. Ich sollte den Geistlichen bezüglich der Salamander-Sache befragen. Geheimnisse der Hexer. Ich sollte mit den bekanntesten Bewohnern des Umlands reden und erfahren, was hier zur Hölle eigentlich abgeht. Hier, das Bargist-Schädel. Diese Dämonenhunde heißen Bargists. Und diese Schädel kann man zu barem Geld machen bei einer bestimmten Person hier. Wundert euch nicht, dass gerade alles so schwarz-weiß ist. Das liegt daran, weil ich am Abnippeln bin. Du könntest mal ein bisschen schneller heilen wieder, Geralt. Wäre nicht verkehrt. Die Farbe kehrt zurück, sobald wir ein bisschen mehr Lebensenergie haben. Und noch ein toter Hund. Ja, hier ist noch einer. Den Schädel und den Zahn. Und alles, was ihr hier unten seht, sind unsere Alchemiezutaten. Daraus können wir unsere Tränke brauen. Und jede der Zutaten gehört zu einer bestimmten Art von Zutaten. Aber das müsst ihr jetzt nicht alles wissen. Nur damit ich es mal erwähnt habe. Und ich werde mal kurz hier eine Stunde rasten. Und gleich mal ausnutzen und unser Artzeichen etwas aufleveln. Denn das ist ziemlich nützlich hier im ersten Kapitel. Art ist nicht mein Lieblingszeichen in diesem Spiel, aber es ist auf jeden Fall eins von zwei, dreien, die ich am liebsten benutze. Bewirkt Niederschlag. Ja, Niederschlag ist gut, dann fallen die Gegner um und man kann sie auch mit einer alleinigen Attacke töten. Und dann haben wir noch Chance auf Lähmen. Ebenfalls, wenn die Gegner gelähmt sind, können wir auch einen Finisher machen. Die beiden Sachen halte ich für sehr, sehr wichtig hier. Das hier kann ich noch nicht machen. Für bestimmte Talente sind immer als andere Talente notwendig. Was brauchen wir hier? Erfordert Schüler. Wo habe ich denn ein Schülertalent? Bestimmt bei Intelligenz, oder? Nee. Ich weiß gerade nicht, welches Schülertalent er haben möchte. Ach hier, Schüler. Wahrscheinlich müsste ich jetzt einmal meditieren. Dann habe ich die neuen Talente verinnerlicht und dann könnte ich hier mich weiter ausbauen. Aber mehr wollte ich eigentlich gerade auch gar nicht machen. Was haben wir hier noch? Nochmal Niederschlag. Zeichenintensität. Das ist alles dafür, dass wenn man Art macht, die Chance höher ist, dass die Gegner umfallen oder gelähmt sind. Aber das soll erstmal reichen. Wir meditieren eine Stunde und dürften auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Lebensenergie dann haben. Oh ja, wir sind wieder voll. Die Farbe kehrt zurück und es fängt atmosphärisch an zu regnen. Die Atmosphäre hier im ersten Kapitel ist eine ziemlich besondere. Es gibt viele Leute, die das erste Kapitel des Spiels langweilig finden, was ich gar nicht verstehen kann. Weil das gleich so eine dunkle Atmosphäre schafft, überall so ein Monster. Die Menschen wirken alles andere als sympathisch und überhaupt. Man startet hier in der Nacht. Also ich finde das erste Kapitel richtig klasse. Und das war auch der Moment, wo ich mich im Spiel so ein bisschen verliebt habe. Was sagt ihr denn so Spannendes? Vizima's gates are closed. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. We await help from the Order of the Flaming Rose. Das Gute bei The Witcher ist, wie ich gemerkt habe, es lohnt sich manchmal auch mit den unwichtig scheinenden Personen zu reden. Denn manchmal steckt unter diesen Personen, die nicht mal einen eigenen Namen über ihrem Kopf schweben haben, einer oder der ein oder andere, der gar nicht so unwichtig ist. One never knows when the beast will appear. Aber davon haben wir jetzt noch keinen gefunden, aber es kommt noch. The eternal fire protects no sinners. Repent. Naja, das ewige Feuer kannst du dir mal sonst wohin stecken. Wir holen uns lieber noch ein Vizimas Gold. Ein abscheuliches Bier, das in der Hauptstadt Temeriens gebraut wird. Und einen Feuerstein. Und reden nochmal mit den Soldaten hier. Monsters abound in the crypt. Ja, die Krypta werden wir uns auch noch angucken. We await help from the Order of the Flaming Rose. Das hörte ich bereits. One never knows when the beast will appear. Und das Biest ist halt dieser rote Feuerdämonenhund, den wir ganz kurz nur gesehen haben. Der scheint hier die Leute zu terrorisieren. Schmied steht hier noch nicht rum, kommt aber später wieder. Und ansonsten, ich schau mal eben, mit wem ich hier so reden kann. Auf jeden Fall holen wir jetzt erstmal das Zeug. Reisende, Anschlagtafel, Trunkenbold,
Kann denn der Trunkenbold mir was erzählen? A notice board. Maybe I can find some witches' work. Ja, das erzähle ich den Leuten noch alleine. Shit. Was? What do you want? Always give strangers such a warm welcome. It's all the same. The beast will have us all. I'm glad we talked. Let's celebrate. Farewell. Ja, war ein interessantes Gespräch auf jeden Fall. Ja, die Anschlagtafel, da hängen immer Aufgaben dran. So ganz ähnlich dem, was wir heute kennen, Bietesuche, nur dass hier immer irgendwelche Aufgaben sind, wie bestimmte Monster, die Stress machen und die getötet werden sollen und so weiter. Als Hexer findet man da immer ein bisschen Arbeit. Und was ich sehr cool finde beim Witcher ist, wenn es regnet, suchen die NPCs sich selber so ein bisschen Dachschutz. Die stehen jetzt hier zum Beispiel unter dem Dach und würden normalerweise hier im Innenring stehen. Finde ich ein sehr cooles Detail. I shall complain to King Foltest's courtiers once I enter the city. This cursed plague will keep Vizima's gates closed for some time. Und es gibt anscheinend auch eine Seuche, die in der Stadt wütet, zu der wir noch wollen. I may have heard of your brotherhood. Und ja, wie gesagt, die Hexer sind relativ unbeliebt und unerwünscht. Some rain. Und weil es hier draußen so ungemütlich ist, gehen wir mal rein in die Taverne. Und hier werde ich erstmal ein Päuschen einlegen und warten, bis der Regen draußen aufhört oder auch nicht. Denn ich hätte auch nichts dagegen, ein paar Vargas-Dämonenhunde zu jagen. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher. Und dann werde ich euch mal so ein bisschen die Atmosphäre dieses ersten Kapitels hier nahebringen, die ich, wie gesagt, ziemlich gut finde. Und wir werden mit ein paar Leuten hier in diesem Gasthaus reden. Ja, wir sehen uns. Schreibt mir doch in die Kommentare, was so euer Eindruck von den letzten Minuten, Stunden war. Ich lese das immer gern. Bis dann, Leute, euer Chris.